Jo Leute, was geht? Willkommen zum Retro-Montag. Und für heute haben wir uns vorgenommen, alle Gameboy-Spiele vom Nintendo Switch Online Service uns anzuschauen. Hier sind viele dabei, die ich noch nie gespielt habe. Alone in the Dark, Gargoyles soll richtig, richtig gut sein. Kirby, Metroid, die habe ich zum Beispiel noch nie gespielt. Da bin ich sehr gespannt. Das Ganze mache ich mit einem Timer, den seht ihr oben rechts. 5 Minuten jedes Spiel, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele, jeweils 5 Minuten, kommen wir ungefähr bei 45 Minuten raus. Die Zeit startet immer dann, wenn ich im Game Start Game sage. Und da schauen wir uns mal alle Gameboy-Spiele an. Und nächste Woche habe ich vor, das Ganze nochmal für Game Boy Advance zu machen. Wenn ihr das nicht verpasst, wollt, gerne ein Follow auf dem Kanal dalassen. Wenn ihr live dabei sein wollt, dann auf Twitch vorbeischauen. Moin Steven, moin Skoppel. Und ich würde sagen, wir starten mit Alone in the Dark. Ich nehme immer die europäische Version. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Skoppel, du sagst mir gleich, wie der Ton ist. Also, sobald wir hier beim Startscreen sind, starte ich den Timer. Ich mach den Timer mal sogar hier hin, weil wir haben ja ganz viel Platz hier überall. Ah, oh nein! Das war schon mal falsch. Zurück. Ach, das ist übrigens ein cooles Feature für die Leute, die das nicht wissen. Im Nintendo Switch Online, diesen Emulatoren, könnt ihr zurückspringen zu irgendeinem Punkt, wo ihr hin wollt. Das ist ganz cool gemacht. Gibt's auch Deutsch? Yes, wir haben Deutsch. Alone in the Dark. Neues Spiel, Spielladen-Credits. Okay, ich starte den Timer und dann geht's ab. So, 5 Minuten. Neues Spiel. Ich bin gespannt. Das habe ich noch nie gespielt. Speicherplatz 1. Jetzt sagt uns immer hier so komische... Das hasse ich. Okay. Oh, mussten wir lesen. Mr. Kanoi? Mein Name, oder sehr schwierig zu lesen auf dem großen Screen. Mein Name ist Alene Zedrak. Ich bin Archäologin. Es gibt um ihren Partner Charles Fiska Carnby. Boah, ich kann das nicht lesen. Abst tot? Charles an einem Fall für sie arbeitet. Ja, das hat er. Charles ist tot. Mr. Carnby, man hat einen ermordet. Oh, me in. Oh mein Gott, ey, das ist so schwer zu lesen. Das ist für euch auch so schwer. Spielsound sollte ein bisschen leiser, mach ich. Mein. Nein, wie, was ist passiert? Er hat auf Shadow Island eine gestohlene Statue gesucht und ist nicht zurückgelegt. Ich bin nie kein Analphabet, Leute. Ich kann das nur nicht lesen. Boah, was ist das? Aline? Wie komme ich nach Shadow Island? Ich muss herausbekommen, wer ihn umgebracht hat. Mit meinem Wasserflugzeug sind sie in wenigen Stunden dort. Haben Sie jemals von den Akani-Indianern gehört? Mr. Kabi? Ey, ist das so einfach nur lesen, Leute? Ist das so eine Novel? Ich frage mich, wie viele Jahre mit den Geheimnissen, die dieses Jahr vorkommt. Ich klicke mal durch, weil wenn das nur eine Dings-Novel ist, ne, dann... Aha! Das war alles... Was? Oh, okay, wir können laufen. Man kann tatsächlich laufen. Okay. Okay, gut. Ich habe jetzt am Anfang alles übersprungen. Das hätte ja voll... Ach, hier geschehen sein. Da liegt das auf dem Boden. Geh zum Objekt. Ich habe irgendwas aufgesammelt. Okay. Alter, das kann ich mir... Weiß ich nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen... Oha, man wird kleiner und größer. Das ist ja nicht so schlecht, ne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemand früher jemand gezockt hat.
Da liegt eine Schnellladevorrichtung mit Revolverkugeln. Die hat jemand beim Nachladen verloren. Okay. Können wir jetzt schießen? Wir haben doch eine Wumme jetzt, oder? Nee, haben wir nicht. Alter, man erkennt ja nix. Nanu, was zum Teufel war das? Sah eher übel aus. Ich mache mich lieber auf einiges gefasst. Aha. Okay. Man kann schießen. Ich glaube, man trifft immer irgendwie gefühlt. Okay, das war's. Es ist komplett wie im Fiebertraum, Alter. Hilfe! Moin, Luna. Alter, das hat man früher gezockt. Leute, das ist mal richtig Throwback. Kann man schnell Mod rausfinden, was hier das Release-Datum ist? Wann kam das raus, in welchem Jahr? Das sieht. Also. Was zum Teufel war das? Sah ja übel aus. Ich mache mich lieber auf einiges gefasst. Vor allen Dingen hat der Spinnen mit seiner Knarre abgeschossen. Das sind doch Spinnen, oder? Oha, oha. Action, Alter. Action. Ist Oldschool heute sehr wörtlich, ja. Heute alle Gameboy Games. Fast eine Minute haben wir noch. Oh, Mist. Schnellfahrrichtung mit Revolverkugeln. Okay. Alter, ich blick nicht durch. Das ist also Alan Mortons Villa. Hier regt sich absolut nichts. Am besten, ich versuche durch diese Tür in Mortons Villa zu gelangen. Der Villeneingang ist verschlossen. Oh nein! Und die Zeit ist abgelaufen. Zum Glück, Ed. Also das Game möchte ich nicht nochmal spielen. Ich bin nicht unglücklich darüber, dass ich das als Kind nicht gespielt habe. Hat jemand ein Release-Datum rausbekommen? Welches Jahr? Wer ist denn das Game nochmal? Alone in the Dark, The Nightmare. The New Nightmare auf dem Game Boy Color. Gehen wir ins nächste. Den nächsten Fiebertraum, Leute. Ach, guck mal, das ging aber schnell. Okay, Play Game. Ich starte im Timer neu. Timer gestartet. Abfahrt. If you pause the game. Ja. To Greenhouse Egg. Egg? Move the character in the middle so he can. Haben wir nicht Deutsch genommen? Eat the food rolling towards him. Okay. Was? Wir machen auf jeden Fall. Modern. Wir machen mal Modern. Was auch immer das heißt. Ah! Ah, okay. Das ist alles. Man muss nur in die Richtung, da wo die Früchte herkommen. Das kriege ich hin. Sonst kann man nichts machen, ne? Ah, man kann mit. Oh ne, ich weiß nicht. Das ist es? Wie lange geht das? Also, das ist ja. Also. Oh! Lone Stark, allererster Teil kam 92! Krass, da war ich 2. Alter, jetzt wird es schon anspruchsvoll. Oh nein! Die Musik ist auch, die wird schnell. Das ist mein Game, Leute. Der Ton, ne? Blop, blop. Zwei auf einmal. Nochmal zwei auf einmal. Ja, früher gab es doch keine E-Sportler, ne? Oh, Bombe will ich nicht, oder? Bombe will ich nicht, richtig?
Aber guck mal, da kommt auch Mario manchmal raus. Weil ich kann ja nur A, B und die in die Richtung. Also ich kann nicht viel machen. Ich freue mich schon voll auf Tetris. Wo sind die Bomben? Ich mache hier 1 Million Punkte. Highscore mache ich, Weltrekord. Ist kein Problem für mich. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Game damals ohne Licht am Gameboy auf einem winzigen Screen zu spielen? Ich spiele es ja gerade auf 27 Zoll, das ist vielleicht auch ein bisschen falsch. Unten in der Mitte den Kreis noch hoch machen. Was muss ich? Nein! Das habe ich auf dem Chat geguckt. Miss, ein Miss habe ich. Wegen Skoppel. Wegen Skoppel kein Weltrekord. Muss unten in der Mitte den Keks-Counter hoch machen. Aha! Hä? Also darf ich nicht alles essen? Soll ich den runterlassen? Nee. Ich soll alles essen, oder? Ja, macht ja auch Sinn. Es macht keinen Sinn, irgendwas durchzulassen. Die Schwierigkeit ist, alles zu essen. Du musst alles essen außer Bomben. Okay. Es gibt auch einen Trick, man kann einfach so die ganze Zeit machen, glaube ich. Ist ein bisschen eintönig, das Game, aber wir haben jetzt auch nicht genug Zeit, um uns alle Game Modes anzugucken. Wenn ihr wissen wollt, was es dem Game noch so alles gibt, dann holt euch den Nintendo Switch Online Service. Ich weiß, es gibt immer viel Gemecker darüber, ob sich das lohnt. Meiner Meinung nach lohnt sich da extrem, 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 um sowas hier nochmal zu spielen. Habe ich noch nie gespielt. Ich werde es auch nicht nochmal spielen, aber es ist gut zu wissen, dass es das gibt und damit man mitreden kann, Leute. Wisst ihr? Ich bin halt einfach ein verdammter E-Sportler. Die Zeit ist aber auch vorbei, es tut mir leid. Zurück zur Spielauswahl, nächstes. Gargoyles, da bin ich gespannt, weil da habe ich gehört, das soll richtig, richtig gut sein. Den du gespielt hast, Nightmare kam. 2001 kam der raus. Scheiße, sah der Kacke aus. Alone in the Dark war von 2001. Alter Schwede. Okay. Ich starte den Timer. Abfahrt. Das ist noch richtig, richtig alt. Ja, wollen wir nicht hören. They are very strong. Firebrand, return to the realm immediately. Hurry before they close the dungeon portal that leads here. Machen wir. Soll wohl richtig, richtig geiles Game damals gewesen sein. Oder eins der besten. Oh, wie kommen wir denn dahin? Ah, okay, komme ich nicht hin. Das hätte man sich auch denken können, dass die Schweine da unten Gegner hinmachen.
Okay. Ist auf jeden Fall schwieriger. Von Anfang an ist das das erste Souls-Game oder was? Alle Gegner wieder da. Sag es euch, das war das Ge Souls-Game auf dem Gameboy. Ha, geschafft. Was gibt das? Ach, unten steht auch W und das ist, wenn ich fliege, dann geht das weg. Okay, ich check's langsam. Und dann kriege ich neues W. Nein, schon wieder verkackt. YouTube wird schon mal gesaved. Souls vom Gameboy, ja. Das Souls Game vom Gameboy. Was spell you have been revived in the realm? Okay. Hier mal, hier gibt's doch bestimmt No-Hit-Runs, Leute. Oh. Ah, da fällt man dann. Will ich die Potion wieder haben? Nein, ja. Weiß nicht, was sie kann, aber habe ich genommen. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Nein, das ist voll schwierig. Verdammte Kacke. Scheiße, ich will weiterkommen. Also hier hätte ich gerne mehr als 5 Minuten. Die ersten beiden, machen wir uns nichts vor, die waren scheiße. Aber hier, mein Ehrgeiz ist gepackt. Ich sage es euch. Irgendwie das Haus im Hintergrund brennt auch. Also, das ist ein gutes Game. Ich kann verstehen, wieso das damals ein gutes Game war. Ich sage es dir, das war das erste Souls-Game. Der Ton ist auch geil, die Musik ist geil, gutes Game, gefällt mir sehr, sehr gut. Was sagt ihr? Wie mache ich das? Kann ich nach oben schießen? Nee. Nein! Auch Assi, der ich den doppelt treffen muss. Boah, man muss richtig Pixel Perfect machen, Leute. Aber ich bin weitergekommen. Das ist ein Herz. Das will ich! Nein! Die sind immer geil. Nein, wieso kommt der denn wieder? Brech! Nein! Wow, wow, einfach irgendein Geist. Finde ich richtig cool. Leute, spielt das Game. Geiles Game. Gefällt mir. Ups. Geiles Game. Das will ich gerne nochmal spielen. So, Kirby's Dream Land. War, es geht los. Ich starte den Timer. Let's go. What, what, what? Haha. Eingesaugt. Ey, ey. Hä? Hä, wie komme ich da hoch? Ah, man kann nach oben drücken. Oder? Ja, man kann nach oben drücken. Dann fliegt man. Nein! In. Was ist das? Ah, Energy Drinks. Gab es damals auch schon.
Aber kann man sich nicht auch verwandeln? Oh, gab's das hier noch nicht? Stern. Erst Level geschafft. What? What? Endgegner oder was? Ah, ich muss schon die Bomben einsammeln. Hier, nimm deine Bombe. Oh mein Gott! Alter, das waren noch richtige Bosskämpfe damals. Was? Nein! Ja, besiegt. Was? Das macht ja alles Schaden hier. Kann ich auch Leben wiederbekommen? Nee. Oh. Okay. Wirft er wieder Bomben? Nee. Es ist irgendwie ein bisschen eintönig, die Kampfvariante, ne? Aber ich meine, es ist Gameboy-Game, ne? Du kannst einsaugen und schießen. Aber gut, kannst auch fliegen. Hundi! Ah, ich kann auch Luft einfach und dann... Was gibt's hier? Die Musik geht übel ab, ne? Man drückt einfach hoch für Fliegen. Oh, da, was ist das? Maxi-Tomate? Wieder Full Life. So, da sehe ich mich. Was da? Hä? Soll das bringen? Kein Secret. Verarsche. Okay, raus hier. Oh, das ist Bossgegner, glaube ich. Oha! Ujo. In dein Face. Krass, wie früh hier... Alter Schwede. Kann ich einfach so die ganze Zeit machen? Naja, ich muss tatsächlich die Äpfel schießen. Nein! Besiegt! Guck mal, wie er heult. Gib mir den, gib mir den. Erste Level geschafft, unter 5 Minuten, Leute. Castle Lololo. Lololol. Die Musik ist geil, ne? Auch ein gutes Game für 1900 schieß mich tot, ne? Oder? Was ist das? Aha! Das war jetzt so ein Itemgerät, okay? Zwei auf einmal eingesaugt. Bombe. Nein! Hä? Hä, wo lang? Ach, das ist so ein Maze. Ein Labyrinth. Ah, Zeit ist um. Zeit ist um, wenn ihr das spielen wollt, Leute. Ihr wisst, wo es das gibt. Welches nehmen wir hier? Deutsch. Deutsch. Zelda dürfte jedem ein Begriff sein, oder? So. Ist das nicht dein Lieblingsgame ausgekoppelt oder so? Hast du da nämlich auch was erzählt? Guck
Kokolint. Das ist doch... Ey, ist das nicht das, was auf der Switch auch gibt? Bist du wieder auf dem Bein, Link? Heiße übrigens Tarim. Bist du okay? Was, woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. Das Schild. Let's go. Den Knopf zur Abwehr der Gegner gedrückt. B. Schön. Schild haben wir am Start. Ah, genau. Ist das nicht das Ding, wo man alles klauen kann? Nein, das ist irgendwie ein Telefon. Einfach ein Telefonraum. Richtige Telefon. Hier, Laden. Da will ich rein. Kommen wir da rein? Ich will klauen. Komm, gib her. Geht nicht. Nee, das ist links zu hängen, aber ich mache den links zu passen. Wie war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ich in den Wald? Das Game übrigens, das gibt's auch auf der Switch geremaked. Ohne Side-Scroller natürlich, ne? Da komme ich auch nicht rein. Wo muss ich hin? Moin, Red Hat. Da komme ich auch nicht rein. Ah, genau, man musste runter, ich weiß es noch. Ja, an den Strand muss man. Am Strand gibt's mein Schwert. Erinnere mich. Ey, niemals hat... Hä? Ach komm. Ah, hier ist mein Schwert. Habe ich das auf Game Boy Color gesuchtet, ja. Für ein Game Boy war das schon ultra Game, oder? Für ein Game Boy Color? Es war auch damals so, dass niemand geglaubt hätte, dass man Zelda auf den Game Boy bringen kann. Aber der Entwickler war sich so sicher, dass das geht und hat das einfach nach der Arbeit noch programmiert. Quasi in seiner Freizeit. So, jetzt haben wir ein Schwert. Jetzt gibt's hier Secrets. Du, du wirst immer gekillt. 5 Minuten sind fast zu wenig, ne, Leute? Aber ihr könnt das ja alles selber auch nachholen. Hier gibt's schon ein paar Perlen, die man auch heute nochmal spielen kann. Safe, safe, safe. Ah, oh, den will ich. Einer. Blau, einer ist aber frech. Blau ist rot, das weiß er. Blau ist auf 5, das weiß ja jemand. Jeder. So, ich will sofort den Laden und klauen. Klauen will ich. Oh ne, hier oben ein Brunnen. Ich glaube, das ist ein Herzteil, oder? Lalalala. Ja, sag ich doch. Herzteil. Ey, das muss so ein Banger-Game gewesen sein auf dem Gameboy. Ich habe das damals auf dem Gameboy nicht gespielt. Ich glaube, das einzige Game, was ich auf dem Gameboy wirklich gespielt habe, war am Anfang Tetris, dann Super Mario Land und dann... Alter Schwede. Und später dann... Und Pokémon natürlich, ne? Wunderkran. 10 Rubine. Zock. Hier kann man gar nicht klauen. Hier kann man nur zocken. Aber es gibt doch auch einen Klauerladen. Wo ist der Klauerladen? Ist der nicht auch hier irgendwo? Komm, ich brauche 10. Ich will einmal zocken. Ah, hier gab es auch schon die Zaubermuscheln. Ist ja etwas Feines bekommen. Das gab es hier auch schon. Alter, ich dachte, das wäre neu gewesen auf der Switch. Es gibt auf der ganzen Welt so Muscheln verteilt. Die kannst du... Hier ist nochmal ein Laden. Hier kann man klauen. Schaufel. So noch ganz sauber. Du musst erst bezahlen. Zurück. Ey, kann man nicht klauen? Ach komm, ich dachte, man kann hier klauen. Dann will ich den Scheiß nicht für 200. Viel zu teuer, du Halsabschneider. Nach Pokémon Insane damals. Ja, übel. Scheiße, die Zeit ist schon wieder vorbei. Die Zeit ist zu kurz, Leute. Spielt das. Metroid. Zeit zurücksetzen, Start.
Metroid war ja auch damals ein krasses Game, ne? Habe ich auch nicht gezockt, zu meiner Schande. Ich war auf dem Gameboy noch nicht so der Zocker. Was ich gezockt habe, war über, also was ich übertrieben gezockt habe, war oha, was habe ich jetzt? War Harry Potter und der Stein der Weisen tatsächlich. Das war ein richtig geiles RPG, wenn man da richtig leveln konnte. Da gab es schon New Game Plus und so. Was das Game durchgespielt hat, Incendio auf Level 500. Und dann hat zu New Game Plus alles war stärker und du konntest weiter leveln. Das war richtig cool. Okay, ich denke mal, hier soll man runter. Alter! Instinktiv wusste ich, was zu tun ist. Alter! Nein! Alter! Nein! Oder kann ich damit Gegner auch besiegen? Nee. Au. Freier Fall! Also gezockt, meine Mama meinte, dass ich sonst später eine Brille bräuchte. Stimmt, ja, man darf nicht vergessen, ne? Diese Gameboy-Games, da gab es noch keinen Bildschirm, der. Au, au, au. Der beleuchtet war, ne? Geschweige denn irgendwie ein großer Bildschirm. Ich spiele hier auf 27 Zoll, das ist eine andere Nummer. Mit Licht und so, man sieht alles. Das war früher nicht so. Früher auch so grün. Grün und schwarz gab's, das war's. Muss ich jetzt hier ins Wasser? Das zieht mir noch Leben ab. Okay, ich glaube, es war nicht der richtige Weg. Game over. Ah, und dann fängt man nochmal komplett neu an? Okay. Gehen wir jetzt mal einen anderen Weg. Oh nein. Ah, E ist Energie. Und das ist, wie viel Leben ich habe. Verstehe. Und das gibt Leben. Ich finde es ein bisschen schade, dass ein paar Games, die ich gerne gesehen hätte, nicht auf der Gameboy Collection ist. Zum Beispiel, wo ist Pokémon? Die hätten wenigstens ein Pokémon rausbringen können. Von mir aus auch das alte. Musste, hätte ja nicht mal Smaragd oder so sein müssen, aber wenigstens eins, Leute. Nintendo. Das könnt ihr besser. Ein Pokémon, ich glaub mir, alle wären ausgeflippt. Jetzt gehe ich schon wieder da runter. Ich glaube, das ist der Weg. Aber hier kann ich jetzt links. Ba, ba, ba. Da keulte trotzdem eine. Rot oder blau? Ja, wahrscheinlich hätten die beide gebracht, aber ein Pokémon wäre geil gewesen. Aber was ich ist, kann auch noch werden, ne? Vielleicht kommt das, wenn der eShop im 3DS nicht mehr ist. Weil jetzt könnten die das theoretisch ja noch verkaufen im eShop auf dem 3DS. Oh! Treff den Scheißer nicht. Geh doch. Nein! Oh. Ha, nicht mit mir. Auch ein sehr gutes Game, muss ich sagen. Ich mag gar keine Metroidvanias. Aber das war ein geiles Game auf dem Gameboy. Ich kann mir das gut vorstellen. Oha, Bossgegner. Wir haben die Zeit zwar um, aber den gucken wir uns da noch an.
Wie soll ich denn ausweichen? Ey, ey, ey! Ey! Geh weg! Ich kann nicht ausweichen! Ich treffe den nicht mal! Bin so schlecht für alte Spiele. Nächstes Game. Da haben wir ein richtig geiles Game, Leute. Da haben wir ein richtig geiles Game. Aber sehe ich schon down? Keine Ahnung. Das war ein richtig gutes Game. Das war ein Game, Leute. Das war ein Game. Das war das erste richtig gute Mario auf dem Game Boy. Ich würde sagen, Mario Land kann man da nicht unbedingt zuzählen. Das war nicht so geil. Ba-bam. Was? Niemals! Oha, Stern? Glocke ist Hälfte. Ganz schön schwer fürs erste Level, ne? Ganz schön viele Gegner und so. Aber hier sind wir beim Ende. Ah! Nee, die Glocke wollen wir. Na! Wisst ihr, wieso ich so struggle? Weil die Steuerung richtig dumm ist. Ich kann euch auch gleich erklären, wieso. Weil normalerweise würde man sagen, man hat den Daumen so drauf und hat dann hier schnell laufen und hier springen. Aber hier schnell laufen und da springen. Ups. Eure Leben. Das fühlt sich also irgendwie falsch an. Drei Leben nehme ich mit. So, jetzt kann man nämlich, jetzt hat man quasi Open World und kann entscheiden, wo will man hin. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier in den Baum. Das war ein gutes Game für damals. Die Tree Zone. Ah, was? Wurde abgezogen. Genau, und ihr hättet jetzt theoretisch die Möglichkeit, auch zurückzuspulen. Aber ich mache sowas natürlich nicht. Zurückspulen ist für Loser, Leute. Merkt euch das. Aber was war das für ein scheiß Hidden Block? Asozial. Was? Oh Mann, ich will oben lang. Ah, ich will doch nicht oben lang. Ach, da bin ich schlecht. Oh, bin mir nicht ganz sicher. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja. Glaube ich. Komm, das Level schaffen wir noch. Mann! Oha! Wo ist eigentlich... Am Anfang kriegt man immer einen Mushroom, einen Pilz. Wo ist mein Mushroom? Oh. Da ist bestimmt ein Pilz. Schön. Lass mal hier jetzt groß werden. Die Mitte brauche ich. Als ob es hier nicht weitergeht. Assi. Despawn. Wetten, despawn? Nein, nicht despawn. Geil. So, jetzt.
Ich brauche 16 zu 9, Leute, das ist das Problem. Die Gegner tauchen einfach aus dem Nichts auf. Da braucht man Reflexe von dem Jungen. Vom jungen Lu. Bin zu alt für so einen Scheiß. Speedrun, ja. Moin, Rui. Ein Herz. Die Möhre ist bestimmt gut, oder? Ja, das war auch ein sehr gutes Game. Next. Tetris und Wario Land haben wir noch. Tetris, also wer Tetris sich kennt. Hallo Locke. Nein, zurück. Allein die Musik, Alter. Ich habe früher immer auf 7 gestartet. Wir gucken mal, wie weit ich komme mit 5 Minuten. Alter, so ein geiles Game. Also, wie die Russen da auf dieses Game gekommen sind, das ist ja illegal. Das ist scheiße. Jetzt bin ich schon überfordert. Ich sage es euch. Oh, guckt euch jetzt an. Bam! Hallo, kann mal langsam. Nein, ich verkack! Kann mal langsam langer kommen? Langer! Langer bitte! Langer! 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 Hilfe! Immer runterdrücken, weil das gibt nochmal extra Punkte, Leute. Mann, ist das eine Scheiße. Alter, bin ich dumm! Nasenbluten gehabt. Ich bin zu alt, Leute. Scheiße, bin ich alt. No, das Teil nach rechts. Langer. Noch ein langer. Dieser Ton ist auch so satisfying, Alter. Nein! Verkackt. Ah, das war scheiße.
Na! Ah! So, so, jetzt läuft's doch. Bam! Alter, der Ton ist ja schon einfach so satisfying. Alter, alter Schwede. Wie wir das damals gesuchtet haben, ich weiß es noch. Meine Eltern auch. Also jeder war im Tetris-Fieber, Leute. Jeder war im Tetris-Fieber. Ich sage es euch. Das war so geil damals. Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Geil. Next. Wario Land 3, letztes Game. Wie gesagt, nächste Woche gibt es die Game Boy Advance Games. Da habe ich auch schon, hallo, richtig Bock drauf. Hallo? Von 2000. Das ist eins der späteren, ne? Abgestürzt. Ist auch Dragon Ball mit dabei, leider nicht. Leider nicht. Es fehlen ein paar richtig geile Games, Red Hat. Aber oh, da kann noch viel kommen. So, New Game. Sites gestartet. Let's go. English. English. Das ist ja ein Geheimfavorit bei vielen Leuten, ne? Wario Land. Habe ich noch nie gespielt. Ist für mich mein erstes Mal. Moin, Sebi. Ich würde sagen, das ziehen wir von der Zeit ab. Das ist eine Minute lang Intro. A Hidden Figure. But one day, wicked being sealed away my power. Okay. Komm, mach. Nö. Out of the woods. Was? So, jetzt geht's los. Alter! Bam! Bam! Alter, das ist wie ein Fiebertraum. Da gehen wir rein. Rein da. Hä? Wie schwimmt der denn? Okay, ich glaube, ich kann ihn nicht weiter. Ob man noch andere Fähigkeiten erlernt? Weil ich fühle mich sehr... Aua! Oh, oh nein! Ich sag es euch, 16 zu 9, dann würde ich alles rasieren. Aha, man kann einfach gegen die laufen, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ein Schlüssel! Ah Mann, der hat vorne so eine Spitze, der Sack. Ah! Wo ist eigentlich mein Leben? Habe ich schon endlich Leben? Kann das sein?
Ich habe unendlich Leben. Kann das? Kann sein. Ah! Dann Hochformat. Ich kann im Wasser kann ich gar nichts machen. Wofür ist dieser verkackte Schlüssel? Ich kann auch nichts anderes machen. Also ich kann nur boosten und sprengen. Ah, hier. Ah. Geh weg. Na, Mann, das mit dieser Spitze ist ja nervig. Oha, oha. Den kennen wir doch noch von Kirby. Aber es sieht echt so aus, als hätte man unendlich Leben. Komme ich denn da hin? Kann ich da hin ballern? Nee. Wie komme ich überhaupt da hoch? Hä? Ich glaube, man kann nicht sterben. Kann ich mit dem irgendwas machen? Ich spiele Fußball mit dem. Mann! Ich kann auch nicht hochspringen, so wie bei Mario. Hä? Ah, hier ist ja eine Höhle. Geh mal in die Höhle. Sprinten und dann klein machen, das geht. Ne, es geht nicht. Alter, ich find's so witzig, weil ich weiß das alles nicht. Für mich Alter, wie müssen die Leute sich damit abgepackt haben? Müsste sich nicht übel abgepackt haben, wenn das passiert ist? Nein, hör auf! Ich kann doch nichts drücken. Man kann nichts machen. Okay, Leute. Das ist der Nintendo Switch Online Game Boy. Das sind die Spiele, die zum Start am Start sind. Dieses war nicht, du sag. Wenn ihr das gerne mal selber spielen wollt, dann checkt mal bei der Switch ab. Wir gucken mal, was es hier gibt. Oder Cliffhanger. Nein. Gucken mal, was es gibt. Und dann würde ich sagen, man kann zurückspulen, ja. Dann würde ich sagen, nächste Woche gucken wir uns die Game Boy Advance Spiele an. Du bist ja über ein über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal. Eine Axt gab es. Ich glaube, das war schon das Level. Egal, das war das Game. Haut rein, Leute.